She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Moin Freunde, was geht da? Willkommen zum zweiten Teil des Q&A. Ich hoffe, der erste Teil letzte Woche hat euch Spaß gemacht. Heute wird es nochmal ein bisschen tiefere Fragen geben und ganz am Ende werden wir hoffentlich nochmal ein bisschen Zeit haben, über Borussia Dortmund zu reden. Von daher, stay tuned. Wir beginnen, das war die letzte Frage aus dem letzten Q&A, mit der Frage von Till. Fazit zur eigenen Rückkehr auf dem Fußballplatz. Deine Ziele für die neue Saison. Ich muss ja fairerweise sagen, ich habe nicht viel gespielt. Ich habe im Februar wieder angefangen, aktiv Fußball zu spielen. Bis dahin habe ich nicht mehr gespielt, logischerweise, für knapp 3 Jahre, weil ich wegen dem Studium aufgehört hatte. Ich hatte damals eine relativ eklige muskuläre Verletzung. Um genau zu sein, es war ein Muskelteilanriss des Quadrizeps und ein heftiger Muskelbündelriss, oder genauer gesagt 2 heftige Muskelbündelrisse auf derselben Stelle vorne auf dem Quadrizeps drauf, also vorne auf dem Oberschenkel. Und habe mir da so ein bisschen den Muskel zerfleddert. Dementsprechend war das so ein bisschen schwierig, weil der Bereich gerne mal gerissen ist. Und habe dann gesagt, okay, fürs Studium lasse ich Fußball sein. Das Risiko gehe ich einfach damit dann auch nicht ein. Und ja, bringe mein Studium zu Ende, beziehungsweise den praktischen Teil meines Studiums zu Ende. Und dann kann ich wieder Fußball spielen. Genauso habe ich es gemacht. Deswegen im Februar habe ich dann wieder angefangen. Und ja, 2 Testspiele gemacht, ganz gut gelaufen, 2x 90 Minuten. Und dann im ersten Pflichtspiel direkt wieder verletzt. Andere Stelle, Hamstrings, hintere Oberschenkel, Muskelfaserriss. Und wieder ja, knapp 7-8 Wochen raus gewesen. Ist einfach vom Heilungsverlauf her nicht geil gelaufen. Und ja, nach den 8 Wochen war ich dann wieder fit. Und habe jetzt auch wieder 2 Saisonspiele gemacht. Und die sind eigentlich ganz gut gelaufen. Letztes Spiel habe ich meinen ersten Assist gegeben. Hat mich sehr gefreut. Und ja, meine Mannschaft ist fairerweise auf dem drittletzten Platz. Und ja, wir müssen da auf jeden Fall in der neuen Saison eine bessere Saison spielen. Ich werde wahrscheinlich aber auch den Fußballverein wechseln. Wo es genau hingeht, weiß ich noch nicht. Aber ich möchte einfach in einem anderen Spielsystem spielen. Aktuell basiert das halt sehr stark darauf, langer Ball nach vorne und irgendwie was draus machen. Ich ja, möchte schon ein bisschen mehr Ballbesitz haben. Von daher werde ich wahrscheinlich den Verein nochmal wechseln und dann in der neuen Saison auf meiner geliebten neuen, die ich auch kaum spielen konnte, in dem Verein einfach auf Spielermangel gründen. Ich habe meistens 8er oder 10er gespielt, was eigentlich echt nicht so meine Position ist. Bin halt ein absoluter Stürmer so. Ja, nicht so viel gespielt. Dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, nochmal den Verein zu wechseln und werde dann in der neuen Saison hoffentlich meinen anderen Verein auf der neuen angreifen. Nächste Frage von Nicolas Baumann. Dieser Stern für den Ligagewinn, bleibt er da und kann man mehr bekommen? Yes, der bleibt auf jeden Fall da. Ich kann es euch auch gerne zeigen. Also, das ist jetzt die Champions League. Hier, der Screen ist ein bisschen abgeschnitten. Ihr seht jetzt oben über meinem Spielerbild diesen Stern. Ich kann jetzt nicht ranzoomen oder so, aber ihr seht es über Tobias, über dem Profilbild, so ein kleiner Stern. Das bedeutet, dass man die Meisterschaft gewonnen hat. Zum Beispiel in der Liga mit meinen Freunden habe ich sie jetzt 2-mal in Folge gewonnen. Das heißt, da oben sind jetzt 2 Sterne. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Und ja, ich persönlich hoffe, dass ich das Ganze irgendwie behalten kann. Das Problem ist, wenn ihr die Liga nicht zurücksetzt, dann werden auch die ganzen Erfolge nicht zurückgesetzt. Das heißt, die Leute, die jetzt neu bei uns in die Champions League kommen, die haben einen mega Vorteil, weil sie einfach nochmal relativ schnell gute kleine Erfolge ertraden können, somit mehr Geld bekommen und so weiter. Von daher wird mir wohl leider nichts anderes übrig bleiben, als die Liga zurückzusetzen. Und das killt halt, also was heißt zurückzusetzen? Zurückzusetzen bringt da leider nichts, sondern man muss die Liga komplett neu machen, damit eben die Erfolge, wie gesagt, zurückgesetzt werden. Dementsprechend ja, der bedeutet, dass man Meister ist und den kann man mehrfach erlangen, aber dafür muss man, ja, wie gesagt, in derselben Liga bleiben und nicht eben die Liga komplett neu starten. Nächste Frage von MN99. Wer ist der Top-Breakout-Spieler für die nächste Saison? Ich hab überlegt, ich wollte auf jeden Fall schon was Kontroverses sagen. Und ja, von daher, wir switchen kurz rein in Liga Insider, damit ich es euch nochmal visuell darstellen kann. Ich habe mich, Achtung, für den VfL Wolfsburg entschieden. Und zwar genauer gesagt für Lukas Metscher. Letztes Jahr war der VfL ja so ein bisschen meine, okay, die Mannschaft wird nichts reißen, Mannschaft. Dieses Jahr dreht sich für mich der Spieß komplett. Ich finde, gegen Ende der Saison hat man gesehen, dass diese VfL-Mannschaft qualitativ wirklich sehr gut ist. Ich finde, die tätigen auch bereits gute Transfers, haben jetzt einen Omar Mamouche zurückbekommen, die haben jetzt noch einen Wimmer. Von daher, die Mannschaft baut sich so langsam auch anständig zusammen. Und ich glaube, im nächsten Jahr könnte der VfL eine absolute Waffe sein, auch für Kickbase. Ist jetzt doof, dass ich es verrate, aber irgendwann hätte ich es eh gesagt. Für mich der VfL eine der besten und attraktivsten Mannschaften preis-leistungsmäßig für die nächste Saison. Und ein Spieler, der da für mich raussticht, ist Lukas Metscher, weil er einfach diese,
ja, diese natürliche Torgefährlichkeit hat, die man wirklich selten findet. Warum bin ich denn mit Jonas Wind gegangen? Ich persönlich denke einfach, dass ein Matcher da nochmal ein bisschen bessere Rohpunkte macht, mehr Assists sammelt und so weiter. Und genau, deswegen bin ich mit Lukas ein Matcher gegangen. Der ist persönlich mein Breakout-Spieler für die nächste Saison. Was heißt Breakout-Spieler? Ich calle mal mindestens 12 Saisontore, mindestens 3 Assists und mindestens 3500 Saisonpunkte. Ich denke, damit könnte man auf jeden Fall letzten Endes leben. Und dann kommen wir noch zu den YouTube-Fragen, beginnen mit Lukas. Wo landen die beiden Aufsteiger? Wir reden hier natürlich von Bremen und Schalke, da Hertha ja die Relegation gegen Hamburg gewonnen hat, leider. Jetzt nichts gegen die Hertha, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass der HSV aufsteigt. Anderes Thema, ich werde auf jeden Fall vor der Saison nochmal eine Saison-Prediction machen. Letztes Jahr habe ich es ja nicht gemacht, da habe ich nur eine Stecktabelle gemacht. Ich werde auf jeden Fall ein Prediction-Video machen, weil es einfach super lustig sein wird, sich das am Ende der nächsten Saison nochmal anzugucken. Von daher, ja, da werdet ihr es genau sehen. Ich weiß es persönlich noch nicht. Ich denke, der FC Augsburg wird es nächstes Jahr sehr, sehr schwer haben. Wie gesagt, in der finalen Prediction werdet ihr es dann sehen. Ich hoffe, dass Schalke und Bremen irgendwie drin bleiben können. Aber nächstes Jahr wird die Bundesliga qualitativ echt ziemlich, ziemlich hochwertig sein. Wie gesagt, ich denke, Hertha und vor allem Augsburg werden es nächstes Jahr sehr, sehr schwer haben. Aber dann gibt es gar nicht mehr so viele Mannschaften. Bochum hat letztes Jahr einen tollen Job gemacht, da sehe ich es eigentlich auch nicht. Und dann hört es auch schon so langsam auf. Alles andere sind dann schon fast nominelle Top-Vereine. Von daher wird das sehr, sehr spannend. Ich persönlich sehe es dann sogar fast eher bei Schalke, dass sie sich in der Liga halten können als Bremen. Ist jetzt aber erstmal ein reines Bauchgefühl. Ich will jetzt nicht wieder die Bremer fronten, Freunde. Bitte nicht. Kommen jetzt nicht wieder mit den Kommentaren hier. Es wird eine finale Saison-Prediction geben, da werdet ihr es dann genau hören. Bis dahin erstmal, ich hoffe, dass beide drin bleiben. Wenn nur eine Mannschaft drin bleibt, dann denke ich, würde es Schalke sein. Dann kommen wir zu Patrick Ruhl, der hat 3 Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank. Wann werden die neuen Manager in YouTube-Ligen bekannt gegeben? Wenn ihr das Video hier seht, dann wird es wahrscheinlich schon lange bekannt gegeben sein. Ich habe Samstag schon vor 2 Wochen im Video gesagt. Ihr werdet schon alle Teilnehmer kennen. Von daher ist die Frage dann so gesehen irrelevant. Nächste Frage, welcher Spieler von den beiden Aufsteigern ist interessant für Kickbase? Auch hier werde ich mir nochmal genauer Gedanken machen, rein vom Scoring-Output, was Statistiken angeht und so weiter, habe ich mir mal geguckt, welche Spieler der, es tut mir so leid für meine Stimme, Freunde, ich hoffe, es ist einigermaßen erträglich, welche Spieler von den Aufsteigermannschaften statsmäßig gut gespielt haben, und das sind eben, wer die zweite Liga ein bisschen verfolgt, das weiß sogar ich, die beiden Offensivduos der beiden Mannschaften, also auf der Schalker Seite einmal Terodde und Bülter, die rein statistisch gesehen auch in der Bundesliga echt gute Punkte machen können, und bei Bremen natürlich Dücksch und Füllkrug, wer kennt sie nicht, Dücksch und Füllkrug, die auf jeden Fall zusammen da auf jeden Fall ein tolles Sturmduo bilden. Das sind auf jeden Fall die Obvious Calls. Und dann einfach nochmal so ein bisschen in Richtung Kreativität. Wer könnte die meisten Assists sammeln? Habe ich mich bei Schalke für Salazar entschieden und bei Bremen für Romano Schmid. Ich denke, die beiden können auch nochmal sehr interessant sein. Aber vor der Saison wird es nochmal zu jeder einzelnen Mannschaft ein Kaufspecial geben. Das habe ich mir dieses Jahr vorgenommen. Im besten Fall auch mit einem Experten. Mal gucken, wie ich das Ganze hinbekomme. Das möchte ich aber erst vor der Saison machen, weil ich meine, letzten Endes, es passiert noch so viel in den 2 Monaten, bis die Bundesliga wieder losgeht. Von daher macht das jetzt noch keinen Sinn. Und dann kommen wir noch zur letzten Frage von Leostar. Wie ging dein Praktikum und wie läuft das Studium allgemein in Deutschland ab? Ich will jetzt nicht so lange über mein Studium quatschen. Generell läuft mein Studium eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt im 8. Semester. Im Normalfall sollte ich in dem und im nächsten Semester alles fertig bekommen. Da muss ich noch 3 Monate ins Ausland und dann bin ich komplett fertig mit meinem Studium. Das wäre sehr geil, wenn es klappt. Das als kleinen Intake sozusagen für mein Studium. Und dann zum Fußball. Wie siehst du die Titelchancen vom BVB nächste Saison mit all den Transfers? Ich habe echt versucht, eigentlich keine Dortmund-Frage mit reinzunehmen, aber ich muss dann letzten Endes doch eine mit reinnehmen. Und ich habe hier einen kleinen Screenshot vorbereitet. Einmal alle Dortmund-Transfers, die wirklich eine relativ große Relevanz haben. Oben jetzt so ein bisschen abgeschnitten, seht ihr Karim Adeyemi. Darunter Nico Schlotterbeck, Sali Özcan, Niklas Süle. Lotgeiz, für mich keine große Relevanz. Meier, Brav, können wir ein bisschen drüber reden, Jane Brav. Der Typ ist echt gut, Freunde. Also ich habe es direkt auf Insta gepostet, das könnte so wichtig der absolute Klassiker sein. City gibt ein unfassbar gutes Talent ab und bereut es am Ende maßlos, weil sie nicht mal eine Rückkaufklausel oder so reingepackt haben. Jane Brav wirklich, der hat in der Academy und auch schon fürs First Team bei City echt tolle Spiele gemacht. Und ich glaube wirklich persönlich, der könnte sehr, 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 sehr gut sein. Ähnlicher Spielertyp wie Adeyemi. Von daher vielleicht als Backup oder in den Pokalspielen wird man den mit Sicherheit mal sehen. Der Typ hat es echt drauf freuen. Da könnt ihr euch, wie gesagt, ehrlich drauf freuen. Zum Abschluss gehen wir nochmal hier auf den
auf die BVB-Aufstellung. Man sieht jetzt hier noch einen Neuner. Titelchancen. Das ist ein bockstarker Kader und der BVB hat mal wieder unfassbar gute Transfers getätigt. Also komplett das Zentrum ersetzt mit Süle Schlotterbeck, dem potenziellen deutschen Nationalmannschafts-Innenverteidiger-Duo. Was will man mehr? Linksverteidigerposition ist für mich immer noch ein ganz kritisches Ding. Ich sehe Rafa Guerreiro einfach nicht als guten Linksverteidiger. Das sehe ich auch zum Beispiel bei City, bei Zinchenko auch so. Das ist einfach so eine Position, ich will da Physis haben, ich will da defensive Power auch einfach haben. Und das ist dieser Spielertyp Rafa Guerreiro einfach nicht. Das fehlt mir extrem. Wenn man wirklich sagen würde, okay, man spielt quasi eine asymmetrische Dreierkette mit Meunier, Süle, Schlotterbeck im Aufbau. Das heißt, Rafa kann nach vorne pushen. Dann sieht das für mich ganz anders aus. Das sieht dann sogar relativ gut aus. Aber ich weiß nicht. Ich persönlich hätte lieber, dass man einen Morey langsam aufbaut nach dieser ekligen Knieverletzung, sich nochmal einen anständigen Linksverteidiger holt, der auch defensiv gut mitarbeiten kann. Und dann sieht das schon sehr, sehr böse aus. Ihr wisst, ich bin ein riesen Salih Özcan-Fan. Der passt für mich auch perfekt zum BVB. Wird ja auch das Mittelfeld mit Bellingham komplett komplettieren. Passt für mich super. Man hat mit Adeyemi toll verstärkt. Auf dem rechten Flügel kann man viel variieren. Da gibt es auch nochmal tolle Möglichkeiten. Wenn man dann noch einen Neuner holt, dann sieht der Kader echt bombastisch aus. Das Problem ist aber auch halt, wenn wir jetzt mal überlegen, Süle, Schlotterbeck, Özcan, Adeyemi und nochmal ein Neuner. Das sind einfach 5 neue Spieler und bis die sich erstmal langsam eingespielt haben, ist auch nochmal die halbe Saison rum. Das heißt, es kommt sehr, sehr stark darauf an, werden Leute wie ein Adeyemi direkt komplett einschlagen. Das kommt wirklich stark darauf an und wie sicher stehen vor allem Süle und Schlotterbeck hinten. Denn auch wenn sie viel geslaughtert wurden, ich fand Hummels. Was habe ich heute mit diesem Ü? Hummels Akanji, der gute Hummels, wer kennt den nicht? Hummels Akanji, was die Kompaktheit angeht, echt nicht so verkehrt. Tempodefizite gab es auf jeden Fall, die werden von Schlotterbeck und Süle auf jeden Fall gelöst werden. Aber ansonsten, Meisterchancen sehe ich Stand jetzt nicht. Ihr werdet es aber meiner Saisonprognose dann, wie gesagt, in ein paar Wochen hören, wie ich das letzten Endes dann final sehe. Und das war's mit dem zweiten Teil des Q&A. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, das da wird dann am Mittwoch, dem, keine Ahnung, 7., 8. Juni ungefähr rauskommen. Ich glaube, 7. Juni oder 8. Juni, ich weiß nicht. Und dann jetzt am Freitag nochmal ein finales Quiz und dann bin ich auch aus dem Urlaub zurück und dann ab der nächsten Woche wird es, wie gesagt, wieder normalen Kickbase-Content geben. Das war's dann erstmal von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.